Jetzt tun wir so, als ob das nicht passiert und wir noch nicht miteinander geredet hätten. Also ich habe Erik genau das vorhin nicht gesagt. Erik! Erik, schau mal! Alter, was? Ich wollte dir das zeigen. Meine Hand ist trocken jetzt, gell? Siehst du? Ja. Jetzt ist sie nass. Ich schwitze. Wie eine Erdrücken. So fest. Ja, hallo? Nein, die ist nicht die große Frage. Warum? Die will Burger bestellen. Nein, wir haben keine Burger mehr, nur Fajita. Von wo kommen die? Von Peru? Nein, sorry, wir liefern. Nein, es ist nicht möglich, wir liefern nicht übersehen. Warum können die Leute von Peru Schweizerdeutsch? Was? Die können Schweizerdeutsch? Wieso können die Schweizerdeutsch? Ich meine, die kommen von Peru. Ach, kommen die auch? Die haben uns Austauschjahr gemacht in der Schweiz. Aber ein sehr stabiles Schweizerdeutsch. Ich glaube, es ist ein Gamer am Telefon. Also, wollt ihr jetzt Fajitas oder nicht? Wir haben auch nicht mit Tomatensauce. Ah, der hat Salatsauce gesagt vorher. Ja, Entschuldigung. Das haben wir auch nicht. Okay, dann ade. Entschuldigung, ich habe gemerkt, wir gehen zum Ausgang. Aber. Wir gehen nun. Du auch den Peruaner am Telefon? Papi! Ja, er hat Dinge Hochdeutsch. Papi! Hochdeutsch. Ich muss noch mal schnell telefonieren. Hallo! Nein! Wir haben keine Pizza. Wir sind ein Privathaushalt. Wir waren ausgeschrieben auf einem Flyer und unsere Nummer ist einfach gebraucht worden. Nein, Pepperoni haben wir nicht. Hey, so nach der Pizza gefragt. Gott schön. Wir haben keine Pizza! Wir haben wirklich keine Pizza! Ist das der Peruaner von vorhin? Ja, es sind die ganze Zeit gleiche. Es sind die ganze Zeit gleiche. Nein, sorry. Ist doch das Verlustverbrecher. Du musst aufhören. Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich mühsam. Das ist ganz komisch. Ja, es ist ganz wild, ganz so wie ein Kanal. Und er fragt die ganze Zeit nach Salatsauce. Ich habe keine Salatsauce. Ich schwöre, und nach Peperoni. Warum nicht einmal Peperoni? Das egal, weißt du was? Wir liefern Pizza. Scheißegal. Ja, also komm, ich sage nicht, wir liefern, also, ist gut. Wollt ihr eine Pizza? Ja, also. Ja, extra Peperoni, das habe ich schon im Gefühl gehabt. 5 Kilo Salat. Blättli-Salat. Das ist der gute Salat. Rucola hätten wir nicht mehr, gell? Einfach, dass ich es gesagt habe. Wir hätten keine Rucola mehr. Der weht aber Rucola. Wir müssen noch einkaufen. 5 Kilo weiß ich. Das haben die jetzt auch schon. Das ist der Profit für uns im Fall. Wer braucht 5 Kilo Rucola? Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Grossfamilie oder so. Ist egal. Ja, das werden die für uns machen. Sag ja. Okay, bist schon ins Taxi gerufen worden? Nein, der Peruaner hat angerufen. Ich glaube, das ist der Typ aus diesen Mathe-Aufgaben. Es kann einfach sein. Ah, nein, der bestellt direkt gleich entweder Dings Wassermelonen und Tomaten oder so. Meistens, ja. Meistens hat er Wassermelonen. Jetzt fühlst du einen Scammer. Komm, sag ihm zu, es rentiert sich für uns so oder so. Können wir einrichten? Ja, wir holen noch die 5 Kilo Rucola, ja. Wir haben dort Special Kontakt und so für Rucola, vor allem insbesondere Rucola. 55 und nicht 46. 46? Nein, nicht. Sag nochmal. Egal, du musst 55 sagen, nicht 46. 55. Wir haben mehr Profit. 55.000. Ist das hier illegal? Oh! Wir kaufen nicht. Oh! Oh! Er stimmt gerade zu. Er stimmt zu. 55.000. 55.000. Dir gebt noch Trinkgeld. Dir rundet auf 69.000 auf. Was? Über 15%. Was ein Lieber. Das ist der Hammer, Mann. Das ist der Hammer. Wo müssen wir es herliefern? Peru. Okay, bringen wir her. Sag ihm, es geht etwa 3 Wochen. Wir warten in Peru auf ihn. Er kommt in Peru abholen. In Peru. Peru, okay, ist gut. In Peru-Strasse 1. Also am Flughafen. Am Flughafen. Nein, können wir einrichten. Wir haben Taxis in Zypern. Kein Problem. Wir haben die Villa 3-mal finanziert. Wir müssen Rucola holen. Rucola! Can't touch this. Can't touch this. Rucola!
Vierlagiges Retrobier, habt ihr Interesse dran? Ich nehme es gerne, ja. So ein Fass! Nein! Wir werden die 500 Steine Ersatzschadengeld müssen zahlen. 100%ig. Jetzt musst du abbrechen, das ist zu viel zum Schneiden. Wir haben in den letzten 30 Minuten 30 Minuten aufgenommen. Ich möchte mir jetzt schon in den Kopf schiessen. Was? Ich muss das aus. Ich muss das alles schneiden, kann ich sagen. Aber ich habe nie das Wort schneiden gesagt, weil ich so besoffen war. Ich habe das jetzt alles für einen Joke gemacht, der 5 Sekunden lang ist. Ja. Weiter, hä? Ich und Tisa sind allein in dieser Hütte. Perfekt. Alter, die vierte Sache. Weißt du, was immer noch nicht funktioniert hat? Das. Schau, Lisa. Wir haben das noch umgefüllt. Ja? Also, da war zuerst die Malibu-Flasche gewesen, und dort ist ein Stück von Wassermelone rein und hat den Berg verstopft und es ist kein Malibu rein. Also, ein Stück. Etwa so ein bisschen von der Flasche war gefüllt mit Melone. Ich weiss nicht, ob wir das jetzt sollte lassen oder noch mal sollte resieten. Leute, wie ist Zahnfleisch? Nein. Voll nicht. Das ist jetzt verdammt scheiße, dass wir die GoPro haben eigentlich. Weil wir machen verdammt langweiligen Shit. Sie sind fett im Ausgang. Wenn sie die GoPro in Ausgang hätten mitgenommen, dann die GoPro wäre nicht mehr heimgekommen. Wir haben im Vorstuf mit Bierpong gespielt. Wir haben vorher alles aufgenommen. Digga, wir waren so besoffen gewesen. Alle, außer der Neil. Der Neil war noch nüchtern. Ich und Tisa, wir gehen jetzt noch in den Pool. Mhm. Aber, dass ich das gleich umsetzen kann, mit Drunk-Videos und unseren Videos, wie wir hier in der Hütte chillen, habe ich gesagt, Brudi, Michi hat es gelesen. Und das ist das Wichtige. Wenn es der Michi gelesen hat, dann hat es der Rest auch gelesen. Die nehmen jetzt Handy-Videos auf und jetzt kommt ein harter Cut, wie fett Party ist in Aya Napa. Tschüss! Superman! Way to go! Hallo, Big Girl! Hey, Julian! Wie geht's dir? Yeah, ist das eine große Zunge gewesen? Chicken strips. Sehr gut. Das lohnt. 7 Euro. Aber ein bisschen viel. Egal! Alter, schau mal, ich habe meine Länge bequeme Frauenhose an und ich bin oberkörperfrei. Leg das sehr kennt, Alter! Heißt City oder Silly? Like the City. Put our hands up like the ceiling! Ceiling! Ja, sei, was für City, Alter? Hure Pussy! Ich habe das Lied 5 Jahre lang in meiner Ausgangskarriere falsch gesungen. Das ist Ceiling. Warum zum Pick sollte die Stadt uns haben? Machen wir ohne! Wir schlagen uns durch bis zum Ende. Wir halten unsere Hände hoch
Als ob uns die Decke uns nicht mehr halten könnte. Und ich bin der Idiot, der die ganze Scheiße muss schneiden. Ich habe 1000 Abonnenten und niemand schaut mir zu. Das ist, weil du seit einem Jahr nicht mehr aufgeladen hast. Ja. Bitte film nicht. Ich habe gemeint, du hättest das jetzt wollen. Nein, wer zum Fick denkt das? Natürlich nicht. Alter, ich hasse mein Leben. Hey, mein Taxi. Ich würde sagen, es müssen eh nicht alle mitkommen. Es ist eh zu viel. Ich würde sagen, this is our Napa. This is our Napa. Nochmal. This is our Napa. The story of our Napa. Ich go. Schau mal. Aber er ist da höher oben. Oh, den kann ich nicht haben. Mach schon. Oh mein Gott, ich habe ihn. This is our Napa. Sag mal, this is our Napa. This. Das ist ein Napa. Sag mal, das ist ein Napa. Das ist ein Napa. Sag mal, das ist ein Napa. Was? Sag mal, das ist ein Napa. Sag mal, das ist ein Napa. Das ist ein Napa. Was hast du gesagt? Das ist ein Napa. Das ist ein Napa. Das ist ein Napa. Oh fuck, ich habe mein Handy ausgesagt, wo ja, ich brauche das nicht für das. Digga, bist du irgendwie dumm oder so? Ich Hey, you know I love being a sack. Ich bin einfach nicht mehr weg. Nein, ich bin so los. Also, ich bin schon gut nachgekommen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein spannender Ort. Schon vor der Ecke und dieser Weg mitgekommen. Dann wäre es nicht so spannend geworden. Es wäre ganz anders rausgekommen. Ja. Wir hätten keine zwei Zürcher im Haus. Alarm! Alarm! Man, die scheiß Melone, die zieht wirklich nicht. Schau jetzt mal, ich pushe jetzt einfach mal. Wir warten noch bis morgen oben. Und sonst schießen wir so. Wir haben ihn darum einiges getan. Und er schläft immer noch. Überall. Oh mein überall Gott. Ist einfach Rasierschaum. Sogar auf der Isar ist Rasierschaum. Ich weiß, auf der Decke. Überall ist Rasierschaum. Kann man schnell sagen, was für Zeit das ist? Es ist 5. Fast noch eine Stunde. Ja, nein. Ich mach mich auch nicht. Ja, ich bringe GoPro noch für. Schüttet den Huren Bacardi Cola aus, trinkt noch ein bisschen Wasser, dann weckt ihn noch einmal. Aber ohne Kamera. Dafür mit Cock. Ich wollte noch einmal jonglieren und dann gehe ich schlafen. Und ich kann es im Fall aber nicht mehr, ich weiss es. Ich wollte einfach nur ins Pool hineinschiessen. Wie viele Männer hast du geküsst? Wie viele Personen hast du geküsst? Hast du das Handy oder so, das die Zeit zeigen Anni, und ich weiss, es ist schlimm. Kopfverdammt. I take a look at my enormous penis and my troubles start a melting away. Hallo. I take a look at my enormous penis and the happy times are coming.